Ein Ovarialkarzinom ist ein bösartiger Tumor der Eierstöcke. Er kommt vor allem bei älteren Patientinnen vor. Leider verursacht er keine Frühsymptome, sondern macht sich erst in späteren Stadien bemerkbar. Und die Patientinnen kommen häufig mit einer Bauchumfangszunahme zu uns. Beim Ovarialkarzinom muss man sich im Vorfeld immer sehr gut anschauen, ob man den Tumor komplett entfernen kann. Wenn das der Fall ist, kommt auf die Patienten leider eine große Operation zu. Diese wird mit einem Bauchschnitt durchgeführt und die Patienten müssen sich auf einen Krankenhausaufenthalt von mehreren Tagen einstellen. Nach der Operation folgt normalerweise eine Chemotherapie. Diese besteht, wenn nichts dagegen spricht, aus zwei Medikamenten, die über mehrere Wochen verabreicht werden.